Es war natürlich nicht so einfach, ein Betrieb mit einer 50-jährigen Tradition, der plötzlich in Stocken gerät, wieder neues Leben einzuhauchen. Und ich habe dann ein bisschen gehört, was die Leute erzählen, was die Kunden erzählen. Und die haben immer gesagt, deine Nussdorte ist die beste, aber sie ist schwer, sie hat zu viele Kalorien, sie trocknet nicht aus, wenn sie angeschnitten ist. Und das waren dann eigentlich die Inputs, die mir die Idee gegeben haben, zur kleinsten Bündner Nussdorte der Welt. Heute geht es uns gut. Ich hatte einmal den Traum, 1 Million Törtchen pro Jahr. Dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Mittlerweile produzieren wir über 5 Millionen Törtchen. Wir waren einmal 12, 13 Leute, sind jetzt plus minus 30. Und wir beliefern rund 10 verschiedene Länder. Bald sind es 12 und kürzlich haben wir gerade einen Schiffscontainer auf Israel verschifft. Es passt, wir sind im Plan. Die Konditorie von Reto Schmid in Tujec ist von grosser Bedeutung für die Region. Er erhält Arbeitsplätze und er ist auch ein grosser Werbeträger, indem er ein klassisches, typisches Bündner Produkt gegen aussen verkauft und so auch Imagewerbung für den ganzen Kanton macht. Reto Schmid kenne ich schon seit klein auf, wir sind zusammen in der Schule. Und wir arbeiten seit x Jahren schon zusammen und wir haben ihm seine Produkte auch bei uns im Hotel, vom Morgenbuffet bis auch zum Geschenkli oder eine kleine Nussdorte auf dem Kopfküssi. Als Reto mit dem Projekt La Conditoria angefangen hat, hat er mich gefragt, ob ich ihn unterstützen möchte. Für mich war das eine super Herausforderung. Es war aber auch eine spannende Zeit. Ich habe ihn unterstützt und das jetzt vorwiegend bei der Zertifizierung. Durch die Produktnachhaltigkeit, die wir die letzten Jahre haben dürfen erleben durften, haben wir noch können, unsere Energie in der Entwicklung von weiteren Produkten reinstecken. Wir haben mittlerweile 8 verschiedene Töchtchen. Die laufen auch sehr, sehr gut. Wir haben grosse Aufträge, die warten. Wir können ein neues Gebäude mit 2000 Quadratmeter Fläche, Produktionsfläche planen. Eine Erlebniswelt zu den Bündner Nussdorten. Und es ist schon schön, wenn man in den Bündner Bergen oben auf 1400 Meter kann, so einen Traum leben kann. Es macht Freude.